Tolle Stimmung und Atmosphäre in der Ravensburger Eissporthalle zum dritten Playoff-Spiel gegen die Hannover Indians. 3300 Zuschauer wollten den EV unterstützen und das bedeutete den Zusatz ausverkauft. Die Frage war natürlich, konnte der EV Ravensburg über die Woche die 1:9 Klatsche in Hannover so einfach wegsticken oder lag der psychologische Vorteil bei den Gästen aus Niedersachsen? Der EV Ravensburg wieder mit Kapitän Mike Maller, der am letzten Sonntag aufgrund einer Spieldauerstrafe pausieren musste. Im Tor wieder Leo Conti, ansonsten gab es keine weiteren Veränderungen im Team der Oberschwaben. Die Hausherren legten in den Startminuten bereits druckvoll los und nahmen das Tor der Indians mächtig unter Beschuss. Der Puck lief gut in den EV-Reihen, allerdings hatte der zunächst nervös wirkende Indians-Goalie Kondelik das Glück doch eindeutig auf seiner Seite. Die Gäste aus Niedersachsen deutlich defensiv eingestellt und lauerten immer wieder auf Konter. Doch auch EV-Keeper Leo Conti war auf dem Posten und parierte sicher. Erstmals richtig brenzlig für die Ravensburger war es in der 11. Minute, als man fast 4 Minuten lang eine doppelte Unterzahl zu überstehen hatte. Hauptschiedsrichter Lenhardt stieß mit seinen Entscheidungen, die Härte und Brisanz aus der Partie herauszunehmen, nicht immer auf Zustimmung von Spielern, Trainern und Zuschauern. Allerdings wehrte sich das EVR-Team in dieser Phase tapfer und letztlich auch erfolgreich. Nach einem torlosen Startdrittel gab es dann erstmals nach 22 Minuten und 22 Sekunden Grund zum Jubel. Der EV in numerischer Überzahl ließ das Powerplay geduldig laufen, ein Traumpass von Peter Campbell auf Kollege Newhook und der brauchte nur die Kelle hinhalten. Der Butterfly von Roman Kondeliks Beinschieben kam zu spät, 1:0 für die Hausherren die verdiente Führung. In der Wiederholung noch einmal der genau getimte Pass von Peter Campbell quer durch die Indians Unterzahlformation. Ron Newhook lenkte den scharfen Schlenzer exakt ins kurze Eck ab. In der 32. Minute dann der EVR erneut in numerischer Überzahl. Wieder lief das Powerplay gut. Christoph Hele kurfte vor das gegnerische Tor, schob den Puck unter die Schoner von Roman Kondelik. Der Puck im Tor. Auch der Treffer zählte nicht. In der Wiederholung ist deutlich zu sehen, wie Hauptschiedsrichter Lenhardt nach dem Pfiff zunächst auf die Torlinie zeigt, dann aber die Arme wieder zur Annullierung ausstreckt. Natürlich eine fragwürdige Entscheidung, es blieb beim 1:0. Dennoch erhöhte der EVR den Druck auf Hannover. Zwar hatten in dieser Szene die Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen, hier gab es allerdings keine Zweifel, dass der Puck nicht über der Torlinie war. Mit der zwar knappen, aber verdienten 1:0-Führung ging es dann ins Schlussdrittel, dass die EVR-Fans wieder einmal eindrucksvoll mit viel Ermutigung für das Team begannen. Die Oberschwaben dann zu Beginn der letzten 20 Minuten im Powerplay. Wieder flogen dem Torhüter der Indians die Pucks nur so um die Ohren, der Roman Kondelik schien sein Tor regelrecht vernagelt zu haben. Umso überraschender kam dann allerdings der Ausgleich der Gäste, die praktisch aus keiner Torchance einen Treffer machten. Der Puck prallt hinter dem Tor am herausgelaufenen Torhüter Leo Conti unglücklich vorbei. Kyle Doyle staubt ab, das 1:1. 43 Minuten waren gespielt. Ab 7 Minuten vor Schluss der EV Ravensburg dann in numerischer Überzahl. EVR-Coach Holzmann versuchte seine Mannen noch einmal einzustellen. Letztlich blieb das Powerplay allerdings ungenutzt. Auch den Gästen aus Hannover erging dank einer Klasseleistung von EVR-Keeper Leo Conti, der seinen Fehler mehrmals wiedergutmachte, ähnliches Schicksal. Die Verlängerung musste also entscheiden. Hier hatten die Gäste aus Hannover die Riesenchance, bei 4:3 Überzahl die Entscheidung herbeizuführen. Doch ein grober Fehler an der Mittellinie. Peter Campbell vernascht gleich zwei Indians samt Torhüter Kondelik die Entscheidung. In der Zeitlupe noch einmal der Stellungsfehler der Indians und das abgezockte Manöver von Campbell. Letztlich hatte Indians Goalie Roman Kondelik auch das Glück verlassen. Das hatten dafür aber die EVR-Gregs samt Zuschauer gefunden. Die Halle glich einem Tollhaus. Der EVR hatte die 1:9 Klatsche vom Sonntag also doch vergessen gemacht und ging in der Serie mit 2:1 Siegen in Führung. So einfach ist das, Tagesform. Wir trainieren das genug. Ich denke, dass die Jungs haben das verlernt, aber da gibt es Tage, wo alles klappt. Und da gibt es Tage, wo das nicht unbedingt klappt. Und ich glaube, Ravensburg hat das gesehen letztes Sonntag. Das hat nicht gut geklappt für Ravensburg. Der Überzahl war auch nicht gut. Das Ding ist, das ist Tagesform. Und ehrlich gesagt, Ravensburg hat besser Unterzahl gezeigt. Die haben mehr Druck, wenn wir haben, sagen wir mal, die Scheibe an der Band und wir haben das nicht total beherrscht an den Schläger, haben die Druck gemacht. Und wir haben wenig Zeit, zu Schuss zu kommen. Und wenn wir haben Schuss bekommen, haben die in die Schussbahn gesetzt. Die haben, Ravensburg war besser Unterzahl, keine Frage. Die war wenig Schussbahn, die war immer in der Schussbahn. Und das ist gut Unterzahl. Wurde sehr fair analysiert.
gibt es eigentlich normalerweise wirklich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Verdient gewonnen. Wir haben heute, Betonung liegt auf heute, wirklich alles richtig gemacht, ob 3 gegen 5, 4 gegen 5, ob 5 gegen 5, den Druck aufs Tor, jede Scheibe zum Tor, die Stürmer nachgesetzt. Letztendlich war das fast ein perfektes Spiel, aber trotzdem kannst du das Spiel, wie jeder mitbekommen hat, natürlich auch noch verlieren. Am Ende hatte Hannover noch die Möglichkeit, in Überzahl den Siegtreffer zu erzielen. Und das war natürlich grandios, gerade in der Verlängerung, in Unterzahl. Ich glaube, für die Zuschauer natürlich extra so gemacht. Und es ist aber nichts passiert, sondern wir sind jetzt 2-1 in Führung. Wollen uns natürlich, das muss ich dem Joe wirklich versprechen, wollen uns am Sonntag jetzt anders präsentieren in Hannover wie letzten Sonntag. Da hatten wir wirklich nicht den Hauch einer Chance. Aber diesmal fahren wir nach Hannover, um zu gewinnen.